Station gehört mir. Howdy, Leute, und wir sind zurück beim Finale von Mass Effect. Und wie ihr euch denken könnt, wird's nochmal ziemlich flauschig mit unserem guten Kumpan Saren. War bla bla bla, ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr. Und ich segne schon wieder gleich das Zeitliche. Gardas ist schon wieder down. Gott, ich hasse das. Warum mache ich keinen Schaden an dem Arschkicks? Ja, Leute, und ich bin schon wieder gestorben. Ist das nicht toll? So, Leute, ich habe jetzt den Ladebalken rausgeschnitten, weil er mich schon langsam nervt. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass ich den Penner schaffe. Hau ab! Leute? Habt ihr vielleicht irgendwo eine Fähigkeit, wo ihr den irgendwie... Sie wissen schon. Festhalten können und so. Nein. Warum ziehe ich dem nichts ab? Was läuft denn da verkehrt? Aua. Und nie sind Fähigkeiten bereit. Keiner von den Säulen hat eine Fähigkeit bereit. Ich bratze da voll auf den drauf, aber nichts passiert. Da stimmt doch was nicht. Leute, irgendwas passt da nicht. Au, 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 au. Check ich da was nicht, oder... Check ich da was nicht. Jetzt sind wieder bei keinen Fähigkeiten bereit. Das wäre halt mal nett zu wissen, warum, wieso, weshalb und sowieso. Naja, wenigstens habe ich jetzt schon mal ein bisschen was abgezogen, ja. Etwas wenigstens. Und ich halte mich eigentlich noch ganz okay. Na, wo ist er jetzt schon wieder? Da ist er. Saren. Nicht verfügbar. Guckt's euch an. Katzchen. Die Sammlerin ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Hoppala, es geht weiter. Wow. Das ist ja auch total doof. Mitten unter dem Kampf hast du eine Cutscene, ja? Dann geht's einfach so mittendrin wieder weiter. Wie soll ich mit so miesen Arbeitsbedingungen bitte die Galaxis retten? Hm? Sagt mir das mal jemand. Saren, du spinnst. Put, 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 put. Wer hat einen an der Klatsche? Io, Saren hat einen an der Klatsche. Io. Wow, der Kerl wird jetzt aber einiges aggressiver. Beruhig dich, Saren. Nimm deine Tabletten. Nimm deine Pillen. Es wird schon wieder. Natürlich keine Fähigkeit zur Verfügung.
Tötet das Monster, während es am Boden liegt. Tötet es! Ah, nicht zwischen die Beine, Mann. Das tut weh. Nein, ich krepiere jetzt nicht so kurz vor Schluss. Vergiss es. Ah, es kriegt unter den Stein. Hilfe! Aber er verreckt halt nicht, ne? Aber ich, wenn ich nicht aufpasse. Dann bist du schon lustig. Nein! Nicht sterben! Jetzt komm her, du Zwiebackfresser! Das ist ja schlimm! Ah, drauf gespatzt und Geld gespart. Mehr sage ich nicht. Für was habe ich euch alle überhaupt dabei, wenn ihr nichts macht, ne? Garus, ja, welche Fähigkeit. Unser damaliger Super Spectre, ja? Was ist er jetzt? Nur noch ein Schoßhündchen. Na komm, Grip hier, Mann. Sterben kann so toll sein. Probier's mal aus. Sollst nicht mich anspringen. Boah, der Kampf geht schon 7 Minuten. Jetzt aber. Asche zu Asche, du Bastard. Meine Flanke! Wir fliegen rein! Los! Wir haben sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard?
Botschafter? Captain? Commander Shepard? Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, Ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Das hat aber lange gedauert. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Botschafter Diener nicht, weil den mag ich nicht. Sag mal Captain Anderson. Wir brauchen jemanden mit Mut, der für das gerade steht, an das er glaubt. Jemanden wie Captain Anderson. Ihn? Sie machen wohl Witze. Anderson zieht es vor, seine Fäuste sprechen zu lassen. Nur bei Ihnen, Botschafter. Nur bei Ihnen. Sind Sie da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Und genau das ist der Punkt, du blöder Typ, du. Es gibt bereits zu viele Politiker auf der Zitadelle. Der Captain wäre perfekt für diesen Job. Ich halte das für eine gute Wahl. Der Rat würde ihn mit offenen Armen empfangen, wenn er den Posten annimmt. Ich bin geehrt, Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Rat wieder aufzubauen. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Ich habe noch zu tun. Es ist noch nicht vorbei, Baby. Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Denn ich bin Bruce Willis Shepard. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Ja, nochmal ein schöner Blick auf unseren Bruce Willis Shepard. Heroischen Heldenmusik. Ah, da sehen wir nochmal die Normandy, wie sie vorbeifliegt am Mars vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder im Schokoplaneten? Wer weiß das schon? Vielleicht finden wir das in Mass Effect 2 raus, vielleicht auch nicht. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Leute, das war Let's Play Mass Effect. Es gibt noch zwei andere Teile. Ob ich die Let's Playen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Was meine Zukunft jetzt bringt, ist, dass ich den Ventilator wieder anschalte, denn hier bei 30 Grad, da schwitze ich mir einen Wolf ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für die ganzen netten Kommentare, für eure Daumen und sage ganz einfach, ich bin euer Zarkon. Wir sehen uns beim nächsten Projekt und wie immer, stay tuned and so long.